Das Projekt, das läuft beim Schweizer Tierschutz SDS seit 2, 3 Jahren. Angefangen haben wir bei der Uni Zürich und sind jetzt froh, haben wir jetzt mit euch auch noch einen Vertrag machen können. Das Projekt, das geht so, dass die Tiere, die für ein Rehoming geeignet sind, dass wir die übernehmen und in unsere Sektion, wir haben eine Fachsektion, die heißt Club der Rattenfreunde, da kommen die Ratten hin. Dort werden sie innerhalb von 30 Tagen dann an Privatpersonen vermittelt. Das sind immer sehr viele Leute, sehr interessiert, insbesondere an den Labortieren, weil sie dort diesen Tieren auch was zurückgeben möchten. Die Tiere stehen für die Forschung und wenn sie nachher entweder aus dem Experiment sind oder nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie ja in der Regel getötet und so ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, noch einen guten Platz für sie zu finden außerhalb der Laborhaltung. Wir haben schon über 300 Ratten ins Rehoming genommen und wir hoffen ja, dass wir jetzt hier von der EPFL auch welche bekommen. Also das Projekt läuft sehr gut. Les chercheurs étaient très enthousiastes, ceux que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai échangé jusqu'à maintenant, ils sont très contents qu'il y ait cette option. La plupart ne savaient pas forcément qu'une telle option existait, mais ils sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir donner une deuxième vie en dehors du laboratoire aux rats. J'ai de bon espoir qu'on puisse donner quand même quelques dizaines de rats ou cinquantaines à 100 par année. On verra comment le programme se développe. Avec éventuellement la possibilité aussi à moyen terme d'étendre ce programme à d'autres espèces qui sont présentes sur le campus.